Hallo? In zur neuen Woche, ihr Lieben. Wir haben jetzt fertig in Stralsund. So, hat er eben versucht, mit dem Stapler die hinteren runterzuholen, die IBCs. Hat natürlich nicht geklappt, weil ich verstehe das auch gar nicht. Wenn die wissen, wir kriegen je regelmäßig Ware mit einem großen LKW, wo die Ware linke Seite und rechte Seite steht. Und ich verstehe es nicht, warum die einfach nicht auf die Reihe kriegen, ein paar vernünftige Stapler oder ein paar Vergabelverlängerungen zu holen. Verstehe ich nicht. Da muss sich der Fahrer abquälen und IBCs mit über einer Tonne Gewicht abquälen auf der Ladefläche. Ja, verstehe ich nicht, Leute. Das verstehe ich nicht. Wir haben jetzt jedenfalls fertig. Wir fahren jetzt nach Brünzow. Die Straße heißt Am Strand und ich weiß ganz genau, dass ich mit einem 40-Tonner da nicht rein darf. Aber was soll's, ne? Anliegerfrei oder so ähnlich. So wie in Duisburg, anliegerfrei, da wirst du gleich zweimal geblitzt, weil anliegerfrei. Aber wie gesagt, erzählt haben sie nicht viel und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg ins Wochenende, wollte ich schon sagen. Da komme ich doch gerade erst her. Haha. Ja, wir fahren jetzt danach und so laden die anderen 8 Stück aus. Dann fahren wir nach Lubmin laden für NRW. Na, Aktrosine, überlegst du wieder, ob du losfährst oder nicht, oder erwart? Das erste Mal hier im Hafen in Viro. Bin hier rein, habe mich angemeldet vorne beim Pförtner. Er sagte gleich, was bringst du denn? Ich sag, keine Ahnung, glaub Pflanzenschutz oder sowas. Na, dann, nö, keine Ahnung. Warte mal. Ich sag, ja, ich warte, kein Stress. Nee, er sagt, dann fahren wir zur Werkstatt. Bin hier zur Werkstatt gefahren, der Typ guckt mich an, der weiß von gar nichts. Da kommt ein Staplerfahrer an, sagt, was bringst du denn? Ich sag, moin, bring hier 18 IBCs hier. Ja, mit was denn? Ich sag, da Green Edge steht da drauf. Sagt er, oh nö, die Scheiße will ich nicht, nimm doch wieder mit. Da sagt er, wir haben noch 4 IBCs davon und 4 Stück reichen für ein Jahr und du bringst jetzt nochmal 4. Sag ich, ja, du, keine Ahnung. Ich sag, ich soll das hierher bringen. Ich seh doch nicht. Muss ich jetzt über die Waage fahren? Nee, ne? Ja, hat auf jeden Fall gefetzt, waren cool drauf. Da kam dann noch einer mit dem Radlader angedüst. Ja, der hat das gut gemacht, schnell gemacht, ging auch easy peasy, waren sehr nett, waren cool drauf. Hat er gleich, als ich losgefahren bin, hat er gesagt, was nächstes Mal bringst du aber nicht mehr so Scheiß hierher. Ich sag, wir brauchen nichts mehr. Hat er gesagt, wir brauchen nichts mehr. Ich sag, ja, ist klar, ich sag Bescheid.
Nee, hat gefetzt. Jetzt fahren wir fix nach Lubmin. Laden, ist er nicht weit von hier. Da laden wir jetzt für... Da laden wir jetzt für Hamm. Dann fahren wir noch ein Stückchen. Und dann hoffe ich... Was heißt hoffe ich? Wir werden uns dann mit Ronny treffen. Auf dem Käffchen. Viertelstunde, 20 Minuten machen. Und dann düsen wir weiter. Ne? Freu ich mich schon drauf, du. Wunderhübschen, ihr Lieben! Wir haben jetzt fertig geladen! Meine Fresse, geht ja heute schnell hier. Ich bin da rein und sag moin! Ja, Papiere machen wir denn. Gib mal die Nummern durch. Ich habe erst gesucht, die Aufträge gesucht, hat er nicht gleich gefunden. Ich sag, macht ihr keinen Stress, wir haben Montag, Mensch. Ich sag, ja, da hat es gefunden. Und dann sage ich so, wobei, hast du mal eine Ameise, dann kann ich gleich loslegen. Ja, warte, ich muss dann erstmal prüfen hier, weil ich habe jetzt die lagern das irgendwie aus hier. In Hamm, sonst bringen wir das Zeug immer nach Werther direkt zu Ravensburger. Naja, egal. Jetzt fahren wir nach Hamm. Hat er denn nochmal angerufen da und hat nachgefragt, ob das so richtig ist? Da sagte die gute Frau, die sagte dann wohl irgendwie ja. Ja, dann haben sie aufgelegt und dann geht er mit mir wieder zum Schreibtisch und dann kommen da zwei Leute angelatscht und beladen mich. Ich sag, das ist ja ein Service heute, Junge. Das ist das erste Mal, dass ich bei euch nicht selber beladen muss. Sagt er, ja. Und das auch noch gleich mit doppelter Power, hat er gesagt. Ey, ging schnell heute, 15 Minuten, dann waren wir durch heute. Mal langsam fahren, dann kommt die Putzimannlei. Dann haben wir jetzt gemacht, getan. Habe ich denen allen noch einen schönen Tag gewünscht und einen schönen Feierabend, wenn es soweit ist, und eine schicke Woche gewünscht, so wie ich das immer mache hier. Die sind immer cool drauf hier, die Pförtnerin auch. Ich bin sogar noch im System gespeichert, obwohl ich jetzt bestimmt dreiviertel Jahr nicht mehr hier war. Gut, ne? Sehr schön. Nun fahren wir Richtung Hamm. Bei Ronny machen wir noch mal eine halbe Stunde Pause. Und dann knallen wir noch den Rest, was geht, so ein bisschen Richtung Hamm und machen dann irgendwo Feierabend rechtzeitig, damit wir dann morgen früh sehr früh da sind. Ja, lassen wir die Woche mal ein bisschen durchlaufen, ne? Oder was? Schön, Pause habe ich gemacht, Pause ist drin, jetzt fahren wir weiter, 3 Stunden, 3,5 fahren wir noch, dann ist Feierabend und die restlichen 2,5 fahren wir morgen oder 2 Stunden fahren wir morgen, falls wir jetzt noch richtig gut durchkommen sollten. Man weiß ja nicht, wie das dann auf der A7 noch aussieht, nicht? Ihr Hübschen! Auch endlich fertig. Oh, Wahnsinn, hat das gedauert hier heute. Wahnsinn. Ach, da, wo wir uns angemeldet haben, die hat gesagt, das könnte ein bisschen dauern, weil der Chef weiß wohl eben nicht wohin damit. Kann er sich zuordnen. Und hat mir dann für die Wartezeit einen Kaffee angeboten, fand ich sehr nett. Und dann bin ich ins Außenlager gefahren, das sind 50 Meter. Wow, oder sowas, ne? Mehr ist das nicht. Und ja, fahr mal an die Rampe ran. Na klar, mach ich. Ne? Kein Thema. Das Abladen so hat an sich eine Stunde gedauert. Stunde, anderthalb, ja. Die sind sehr langsam hier mit dem Abladen anscheinend. Dann habe ich. Da hat er mich reingerufen zu sich und sagt, komm mal mit rein. Ich sage, ja klar, wir sind hinterhergelaufen. Ne? Ja. Er lässt mich vor. Und dann fing er an. Die Menge stimmt nicht. Ich sage, weiß ich nicht.
Die Aufträge stimmen nicht, die Nummern stimmen nicht. Ich sag, das weiß ich nicht. Hast du nur diese Papiere? Ja, hab ich. Hast du nur diese Papiere? Ja, hab ich. Nur diese? Ja, hab ich. Fick schon an zu nerven, ne? Oh, jetzt haben wir es dann doch endlich mal geschafft. 38 fahren wir hier und um 11 Uhr fahren wir wieder los. Jetzt fahren wir schnell nach Holzwickede und laden dort irgendwelche komischen Dinger. So Hydraulik-Zeugs, keine Ahnung. Und dann fahren wir zur zweiten Ladestelle und dann sollen wir ums Verrecken noch die Paletten abholen aus Wolfenbüttel, die wir letzte Woche da gelassen haben. Ja, zweite Ladestelle Lüdenscheid dauert auch wieder ewig, wie beim letzten Mal, habt ihr ja gesehen. Der Scheibenwischer geht mir auf den Sack, ne? Habt ihr ja gesehen, da wegen der Baustelle da, wegen der Sperre Lüdenscheid, dauert das wieder ewig mit Sicherheit. Mir egal, habe ich bald nichts mehr mit einer Murmel mit dem Scheiß, Leute. Ihr Schnuckeligsten. Wir haben jetzt fertig in Holzwickede. Der Typ ist cool drauf. Ja, coole Sprüche drauf gehabt hier. Der ist wirklich cool drauf. Ist ein bisschen eng hier, aber das kriegen wir schon versaubeutelt. Gell? Genau so machen wir das. Jetzt fahren wir nach Lüdenscheid. Da waren wir schon mal bei dem Kunden. Und genau da wiegen tut das Zeug, was wir jetzt geladen haben, auch nicht. Das sind so eine Hydraulikarme für Hafenkränen oder irgendwie sowas. Ja, das geht auf jeden Fall nach Rostock im Hafen. Ich hatte erst die erste Ladestelle geladen und dann diese hier. Nicht so einfach. Mal nachher mal gucken, dass er seine Paletten, dass ich ihn wieder rausfriemel, dass er die da haben, mitnehmen kann, haben können, tun sollen. So. Ansonsten, das ging schnell hier. Also 11 Uhr waren wir hier und 11 Uhr 30 fahren wir wieder los. Aber wenn man nach Lüdenscheid sagt, Navigation sagt, 1 Stunde 10 Minuten, mach mal 2 Stunden draus, weil die Brücke ist gesperrt. Ha! Egal. Vielleicht mal sogar noch, naja, 14 Uhr, nee, machen wir nicht, wir fahren durch. Aber anhalten zum Pissen muss ich auf jeden Fall. Hübschen. Wir haben jetzt fertig. Oh, ich habe keinen Bock mehr, Leute. Ernsthaft? Ich habe keinen Bock mehr. Ihr müsst jetzt warten, ist mir jetzt gerade scheißegal. Ganz einfach. Oh. Komplett quer einmal über die Straße und der Aktros überlegt, ob ich losfahre oder nicht. Nee. Kein Bock mehr im Regen. Wir haben jetzt umgeladen. Das wird Mario wieder nicht passen, weil ich lade zuerst in Rostock im Hafen aus und fahre dann nach Kabelsdorf. Ist mir aber Wurst. Wir kommen 19.42 Uhr im Wolfenbüttel an, weil wir ja die Paletten wiederholen sollen, die ich letzte Woche da gelassen habe. Kommen wir heute auch nicht mehr an. Wir haben es jetzt 15 Uhr, 5.40 Uhr habe ich angefangen heute Morgen. Ich fahre jetzt noch 2 Stunden, das war ja Arschlecken hier. Er ist die ganze Zeit im Regen draußen gestanden, hat er die ganze Scheiße da geschoben. Die Paletten schwer wie Schwein, Alter, bergauf geschoben, nur ey. Ich meine, die Leute hier sind ja cool drauf, ne? Wir waren ja schon mal hier in der Bude, da hatte ich den Volvo noch gehabt. Aber eine Katastrophe vor dem Herrn, Alter. Nee, keine Lust, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Keine Lust mehr. So, jetzt haben wir auf jeden Fall 4 Stunden 30 bis nach Wolfenbüttel. Da kommen wir heute nicht mehr an. Wir werden jetzt schön noch 2 Stunden fahren. Maximal 3. Nö, fahren morgen noch 2 Stunden. Ich weiß noch nicht, ich hab keine Lust mehr heute. Und dann Parkplatz suchen, Feierabend, ne? Den Rest machen wir morgen. Ob wir morgen nicht schaffen, machen wir übermorgen. Ganz einfach.
Schnecke! Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Das ist schön. Wie geht's auch bei dir? Ja, ich bin auch am LKW fahren. Was? Ich bin ja auch am LKW fahren. Okay. Ich wollte dir so sagen, du darfst übrigens mich abholen. Klappt das mit Ostern? Oh. Ja, voll geil. Ja, sehr schön, da freue ich mich. Ja, Chris, schöne Grüße an dich. Ich habe dich zwar nicht gesehen, weil ich gerade mit meinem Navi beschäftigt war, aber fühle dich auf jeden Fall gegrüßt. Ich hoffe, die Bahn in deine Richtung war weiterhin sauber. Und hab mich gefreut auf jeden Fall. Schöne Grüße an dich auf jeden Fall. Donnerstag, wa? So schnell geht er. Na nun, was ist denn hier? Oh, so, wir haben jetzt im Hafen fertig. Waren ja bloß 4 Paletten, aber es hat trotzdem über eine Stunde gedauert. So, viele Grüße auf jeden Fall nochmal. Gehen raus an den Staplerfahrer. Ich habe nicht mal nach deinem Namen gefragt, aber auf jeden Fall fühle dich gegrüßt. Von mir. Sehr netter Typ. Was ist Möwe? Hau ab hier. Abladen ging an sich, abladen schnell, erst zweimal reingefahren, da waren die Sachen runter, so diese Hydraulik-Dinger da. Papiere warten hat es ein bisschen gedauert, aber sonst alles cool. Und wisst ihr, jedes Mal, wenn ich hier herfahre, fahre ich an dieser scheiß Einfahrt hier vorbei. Jedes Mal. Ich war jetzt bestimmt schon, weiß ich, 10 Mal hier, ich fahre immer wieder an dieser Einfahrt vorbei. Immer wieder. Keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. So, nun machen wir uns auf den Weg zum zweiten. Hier in Rostock bzw. Kabelsdorf und dann fahren wir laden in Poppendörf für Deiningen. Ich komme Samstag wieder nach Hause. Egal. Irgendwo war ich letzte Woche frei. War ich letzte Woche Freitag zu Hause? Ich weiß ja gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Okay. So, jetzt rumst doch wieder. Ja Leute, ja, gestern haben wir ja nur nichts geschafft. Wir sind gestern nur gefahren, weil ich sollte ja unbedingt noch mal Paletten holen. Aufgrund dessen wurde dann alle ja nun nichts, ne? Dass wir gestern noch hätten abladen können. Egal. So, wir fahren jetzt zum nächsten. Schnell abladen, laden und dann knallen wir alles, was an Fahrzeug noch geht, Richtung Deiningen runter, in Hoffnung, dass wir durchkommen. Jetzt haben wir hier auch fertig, ihr Hübschen. Jetzt fahren wir eben fix auf den Hof, geben die Paletten ab, die hinten auf der Ladefläche stehen, dann fahren wir nach Poppendorf laden. Heute war das ein anderer hier bei der Wagenannahme. Ein freundlicher, der beim letzten Mal ging ja gar nicht, ne? Ich konnte im Auto sitzen bleiben, hab mir kurz 2 Brote reingeschoben, weil sonst komme ich ja heute wieder den ganzen Tag nicht dazu. Und wenn ich dann nach dem Beladen eine Pause mache, um was zu essen, dann heißt es wieder, warum macht ihr dann noch wieder eine Pause? Ich weiß nicht, weil ich Hunger habe. Ja, ist ja schön, wenn der LKW an der Rampe eine Pause macht. Ich mach keine. So, auf zum Hof, schnell Paletten runterschmeißen, feuerfrei nach Poppendorf laden und dann ab. Gas, Gas, Gas nach Deiningen. We'll be right back.
ihr Hübschen. Oh, ich weiß nicht, Alter. Der Tag, der zieht sich heute wie Kaugummi, ne? Ich weiß nicht. Kopfschmerzen ein bisschen. Wir stehen jetzt irgendwo bei 24 auf irgendeinem Parkplatz und machen gerade unsere Dreiviertelstunde. Und dann fahren wir noch 3 Stunden. Nochmal Feierabend. Ich hab keinen Bock mehr. Keine Lust. Heute wurde ich von Peter beladen und dem Azubi. War auch cool, die Fetzen einfach da. Ich weiß auch nicht. Die Fetzen, die Jungs dort. Definitiv. Ah, Peter arbeitet zu viel mit Olaf zusammen. Der fängt auch schon an, so viel zu meckern. Ja. Dann sind wir losgefahren. Wir waren nochmal kurz tanken. Jetzt machen wir uns auf den Weg. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Eigentlich hätte ich nur 2 Stunden fahren können, aber ich habe Hunger gehabt. Aber kein Bock mehr, ehrlich. Am liebsten würde ich jetzt ins Bett gehen. Keine Lust. Ist nicht so gerade. Zieht sich heute wie Kaugummi, alle. Regen, nass, ekelhaft einfach. Wer da Bock zu arbeiten? 5 Minuten noch. Zieht sich wie Sau heute. Ich habe mit einem Kumpel heute noch geschrieben. Er sagte mir, bei Lidl arbeitet einer, der guckt meine Videos. Er hat gesagt, die Woche passiert irgendwas in meinen Videos. Also passieren tut nichts. Aber ich will was ankündigen, beziehungsweise ich will euch was erzählen, was jetzt vielleicht für ein bisschen Überraschung sorgt oder Aufregung sorgt oder wie auch immer. Aber da komme ich erst später zu. Hat ja gut angefangen eigentlich die Woche, ne? Eigentlich so, fand ich cool. Kübelknecht Christian hat mich über Funk erwischt. Beim ersten Mal, wo ich bei Philipp Reich war, da war ich nicht auf dem Kanal, habe das gar nicht registriert. Dann kam es am Hafen an, noch jemand, der meine Videos guckt. Und dann schreibt mein Kumpel mir, dass bei Lidl auch einer meine Videos guckt wohl. Und er hat das dann gesagt. Schöner Ding, ne? Aber der Tag heute, der zieht sich heute, ich weiß auch nicht. Fühlt sich an wie Feierabend, dabei sind wir noch voll drin. Stand nur dabei. Herzlichen, ihr Lieben. Da bin ich auch schon wieder in Rostock. Ach nee, also ich fange mal damit an. Mühe. Wir haben abgeladen in Deiningen. Der Typ gleich, komm rein. Ich so, ja, ich komm. Super drauf, schnell. Da war ein bisschen so Stress gewesen. Aber egal, er hat das super gemacht. Erste Sahne wie immer. Und dann sind wir losgefahren nach Nürnberg und haben dort abgesattelt, wie immer. Und sind dann in die Pause gegangen. Habe mich wieder oben an die Straße gestellt und bin dann gestern Abend um 11:30 bin ich dann losgefahren und Kreuz Nürnberg vorbei und dann fing er mit mal an zu schneiden, Alter. Ne? Das ging bis kurz vorm Hermsdorfer Kreuz, Alter. Richtig abfuck. Teilweise bloß 30, 40 km/h gefahren und dann, wo nichts mehr war, einfach die Straße nur noch nass war, da war kein Krümel Schnee, nichts mehr drauf. Dann kam der Winterdienst und hat angefangen, die Straße zu räumen. Weiß ich nicht. 30 Kilometer vorher, wo die Straße weiß ist, da war kein Winterdienst zu sehen. Aber dann, wo die Straße frei war, da war dann Winterdienst unterwegs. Naja, egal. Die machen auch noch ihren Job, denke ich. So, jetzt komme ich mal dazu, was ich sagen wollte eigentlich. Beziehungsweise, worauf ihr hättet gespannt sein sollen dürfen tun. Und zwar, Leute, ja, wie sage ich das am besten? Ich habe mein Arbeitsverhältnis hier gekündigt. So, und das war eigentlich das Spannende. Was heißt Spannende? Das, was unerwartet, überraschend kommt. Ich habe lange, wirklich lange überlegt und viel drüber nachgedacht, ob das richtig so ist, ob das falsch ist, ob ich das wirklich machen soll oder nicht. Aber letztendlich habe ich mich dann doch dazu entschieden, die Kündigung einzureichen. Das habe ich auch getan. Das bedeutet für euch eigentlich nichts, außer dass ich woanders anfange zu arbeiten. Wird keine Plane mehr sein. Wird keine Plane mehr fahren, aber da könnt ihr euch gespannt zurücklehnen und drauf warten, beziehungsweise gespannt darauf sein, was kommt. Mir knurrt mein Magen, ich habe Hunger. Ja, das ist so der Punkt, der nicht passiert, sondern der nicht ankündigen wollte.
in den letzten, ich glaube letztes, vorletztes Video, ich weiß, irgendein Video hatte ich das gesagt, dass da irgendwas kommt, was ich aber erst im nächsten Video sagen werde. Und genau das ist das, was ich sagen wollte. Die genauen Gründe, warum, weshalb, wieso, möchte ich jetzt ungern drauf eingehen. Ich kann nur so viel sagen, dass die Stimmung hier im Arsch ist. Sagen wir mal so, wie es ist. Die ist einfach im Arsch. Man guckt ja einfach, wenn man auf den Hof kommt, einfach nur noch in ein mieses Gesicht nach dem anderen. Also nicht mies, weil sie scheiße sind, die Leute, sondern weil sie einfach genervt sind, weil sie einfach abgefuckt sind von allem. Und dementsprechend habe ich mich jetzt dazu entschlossen, zu kündigen. Das hat auch nichts mit den Leuten hier zu tun, das hat auch nichts irgendwie, ist nicht vorgefallen, gar nichts. Also es ist jetzt keine Streitigkeiten oder so, hat es hier nicht gegeben. Es ist halt wie gesagt, die Stimmung und dieses Abgefucktsein, dieses ständige Genervtsein. Ich heiße auch nochmal alle neuen Abonnenten herzlich willkommen. Ich mache mir schon seit ein paar Wochen so ein paar Gedanken, wie man die Community ein bisschen näher zusammenrücken lassen kann. Aber ich muss den Gedankengang erst zu Ende bringen, bevor ich irgendwas erzähle. Ich will ja nicht, dass nachher irgendwas nicht funktioniert. Also, in diesem Sinne, Leute, wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, macht, wie ihr denkt. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, lasst euch nicht verarschen da draußen. Bleibt gesund und... macht's hübsch. Haut rein.